Wenn Verlierer nach dem Schlusspfiff gefeiert werden von den Fans, dann müssen sie doch was Großes geleistet haben, wenn nicht heute in Freiburg, dann aber über die gesamte Saison, Marcel. Ja, das stimmt. Also wir haben uns ja souverän für den Europapokal qualifiziert und ich denke, dass die Fans, dass wir eigentlich für die Fans nochmal hier was reißen wollten, aber leider hat es nicht sollen sein, aber trotzdem waren die Fans die ganze Saison eine super Unterstützung. Tröstet das so ein bisschen, dass die Fans euch nach dem Spiel so gefeiert haben? Wart ihr überrascht überhaupt über diese Reaktion? Ja, also es war die ganze Saison schon so. Egal wie wir gespielt haben, die Fans haben immer Vollgas gegeben und deswegen tut es uns leid, dass wir hier nicht gewinnen konnten. Dabei habt ihr das Spiel 60 Minuten lang im Griff gehabt. Ihr habt verdient geführt durch das Tor von Lucas Barrios und dann plötzlich fielen die Gegentore und irgendwie lief ihr der Musik dann auch hinterher. Ja, das stimmt. Also die ganze Saison über fragen wir uns schon, wie es sein kann, dass wenn wir sehr gut spielen, in Führung gehen und dann jedes Mal das Spiel wieder aus der Hand geben. Aber jetzt haben wir genug Zeit, darüber nachzudenken, was wir da mal falsch machen und dann schauen wir mal nächste Saison, dass wir es besser machen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas muss man ja auch mitnehmen, dass man verbessern kann. Das ist sicherlich das Verhalten nach Führung. Keine Mannschaft hat so viele Punkte abgegeben, nachdem sie in Führung gegangen ist. Auf der anderen Seite, man muss auch erstmal in Führung gehen. Es war eine klasse Saison, auch für dich persönlich. Du bist Stammspieler geworden und hast jetzt auch diesen Wechsel von der linken auf die rechte Abwehrseite außerordentlich gut hingekriegt, oder? Ja, danke. Also, wie gesagt, ich hatte mein Bestes immer gegeben, habe den Stammplatz dann auch bekommen und versuche das auch nächste Saison dann zu bestätigen und dann schauen wir mal in die neue Saison. Danke dir, alles Gute.